Hallo, heute erkläre ich euch, wie man Hundepfoten richtig pflegt. Dazu braucht ihr eine Schüssel Wasser, Shampoo, Hundeshampoo, wie man sieht, Wattestäbchen, eine alte Zahnbürste, ein Glas Wasser und Sevas. Am besten ist es, wenn ihr mit einem Hund arbeitet, wenn ihr immer ein paar Leckerlis zur Seite habt. Nun nehmt ihr etwas Hundeshampoo und lädt etwas in das Wasser hinein. So, das wird auch schon reichen. Haltet am besten jetzt ein Handtuch zurecht. Nun nehmt ihr die Pfote von dem Hund, legt sie in das Wasser, aber langsam. Macht sie nass, schnell wieder raus und trocknet sie ab. Nun nehmt ihr ein Wattestäbchen und macht die Innenräume der Pfote sauber. Gut, so mache ich sie. Das machst du gut. Gib dir jetzt ein Leckerli zur Belohnung. Bitteschön. Bravo. So. Nun nimmt er eine alte Zahnbürste und putzt unten die Pfoten von dem Hund. Aber langsam, der Hund ist etwas scheu. Nachdem ihr das an beiden Seiten gemacht habt, tunkt ihr sie nochmal in ein normales Glas Wasser hinein. Danach trocknet ihr sie ab und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen.